Guck mal, das Schlimme, was mich dabei so richtig nervt eigentlich nur, ne? Ich will nur mal eben hier ein paar Kohleblöcke reinschmeißen, weißt du? Und du kommst da nicht zu, weil du ständig irgendwelche Probleme mit den Servern hast. Was soll denn das? So. Schmelze, Verwendung. Das ist Obsidian. Was ist denn das dazwischen? Oder ist das... Wir haben nur Barren im Lager. Aber Erze selber haben wir, glaube ich, keine, so wie es ausschaut. Kann man denn nicht erkennen? Aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben hier 8 Barren, ne? Ja. Reichen die denn nicht? Kann ich die wieder einschmelzen? Theoretisch? Ich probiere es mal, komm. Und hier ist auch noch ein Block. Manülblock. Warte mal, ich probiere mal. Manülblock, was war denn nochmal? Ja, aber irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass du da irgendwas zusammencraften musstest. Okay, du kannst ja definitiv wieder einschmelzen. Jetzt muss ich allerdings ernsthaft mal fragen. Ich weiß, ich hatte hier ein Buch reingelegt, das Menü. Ja, das hab ich. Guck doch nach, du Vogel. Dafür ist es doch. Aber da steht doch nicht drin, wo, wie ich mal Nülül entstehen lasse. Warum nicht? Hast du die Seite wieder rausgerissen, oder was? Ja. Jules, so geht das nicht. Du kannst doch hier nicht einfach was rausreißen. War das eine Legierung mit Kobalt? Ich weiß es doch auch nicht. Ihr könnt mich Fragen stellen. Tool Materials. Und ich habe euch das einmal erklärt, weißt du? Einmal. Das muss doch reichen. Aber das ist ja, wenn ich hier nicht alles selber mache, das ist egal. Jetzt wieder Manülo drin. Jetzt ist wieder Manülo drin. Also man kann es auf jeden Fall wieder einschmelzen. Kobalt und Adit musst du benehmen. Okay. Kobalt ist noch drin, brauchen wir ein bisschen Adit. Wie schaut denn das aus, Adit? Das weiß ich auch nicht. 10. Ich würde sagen blau. Aber wir werden nicht so viele Mengen davon haben, ne? Adit, oder? Oder ist das hier Adit? Ja, das ist Adit. Ja, ich werf's dir hin, ja? Ja, siehst du, so sieht das aus, Adit. Hat das jetzt... Ja, in meinen Rucksack wieder, ne? Klar. Ja, ja, das ist der Nachteil bei den Rucksäcken, aber... Das Adit kommt genauso wie das Kobold aus der Hölle, glaube ich. Ja, aber das tue ich jetzt einfach rein? Einfach rein. Oder muss ich schauen? Oder das muss ich schauen, verbindet sich automatisch mit dem Kobalt. Also ist egal, wenn ich es einfach neu schmeiße, dann... Ja, dann verbindet sich das mit dem Kobalt zu... Okay. Schauen wir mal. Ja, ja, eben. So. Davon müssten wir doch eigentlich genug haben, oder? Wenn es reichen, ja, ne? Oder habe ich noch 2, 4, 5? Ich hätte noch 10 Platz und einen zum Bewegen. Wenn denn hier alles gebrannt ist. Aber es ist natürlich noch nicht alles gebrannt. Langweilig. Bleibt der Niklas? Der wollte auch um 9er kommen. Keine Ahnung, findet einen Weg nicht, oder? Server geht nicht. Oder das Rennen dauert länger, oder? Vielleicht hat er auch reingehört und gesagt, sich wirklich automatisch, ne? Ja. Hut ab, Herr Fussel. Ja. So langsam müsstest du mir ja glauben, dass meine Projekte eigentlich ganz gut laufen, weil die eben von A bis Z durchdacht sind, weißt du?
Und ich nicht ruhe, bis es läuft. Aquamarine. Nicht so wie manch andere hier. Och, lass doch. Gut, der Server ist heute wirklich Schrott. Ich finde auch die Bahnstrecke zum... ja, die ist doch... Das ist wirklich schön geworden. Du fährst nie zum... Zum Leuchtturm. Das Einzige, was halt noch stört, ist das Wasser, das durch. Aber wir sind ja unter Wasser, also insofern... Wobei das schon ein bisschen hart ist. Also ich finde, das funktioniert sehr gut. Hammer. So, dann bauen wir das. So, was hat der Jules denn hier gemacht? Das. Guck mal. Ja, das ist doch ein Treppenhaus. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist ein Treppenhaus. Schaut schon besser aus, ne? Ja, meinst du doch auch, oder? Wie bitte? Meinst du doch auch, oder? Ja, und ich finde es auch besser. Warum ist hier plötzlich so viel grüne Wolle? Das ist mein Nachbau von dem Zelt, weil der Niklas hat sich ja beschwert. Ja, und da hörst du drauf. Wie war das? Modifikator ist Redstone, Gier, ne? Diamant, Schmaragd. Wenn wir einen Schmaragd hätten, weiß nicht. Doch, wir haben einen. Ist das ein Schmaragd? Ja. Glowstone auch? Nein. Nee, ich glaube nicht. Aber Geschwindigkeit 3,16. Ist das gut? Angriffsschaden 12. Weißt du, hast du deinen Hammer gerade dabei? Ich habe meinen Hammer immer dabei, Jules. Ich bin ein ganzer Mann. Kann ich nicht, ich sitze in der Lore. Ich bin aber gleich da. Na, das sieht man, dass die Abbaugeschwindigkeit. Mein Hammer? Ich habe einen Eisen-Obsidian-Hammer. Jetzt weiß ich auch nicht. 7.12 und 096 habe ich. Wenn du Shift drückst auf dem Objekt, dann siehst du die Abbaugeschwindigkeit. Abbaugeschwindigkeit 5,35. Ich habe aber nur einen Eisen-Obsidian-Hammer, ne? Ich habe keinen aus dem Müll. Mein hat Abbaugeschwindigkeit 3,16. Tja, bisschen lahmarschig, würde ich sagen, ne? Ey, ich weiß schon gar nichts mehr, was ich machen will vor lauter Hammercraften. Aber warum kommt hier keine Kaktusse an? Kann das sein, dass die Kaktusfarm wirklich zu weit weg ist? Das kann sein, wenn der Chunk nicht geladen ist, wächst das Zeug ja nicht, ne? Was ist denn mit dem Chunkloader? Gibt's nicht sowas? Müsste ich mich mal informieren. Dann können wir da einen hinsetzen, weißt du? Weil wir brauchen einfach mehr Kakteen und ich hätte es ja auch da hinten hingesetzt. Ich weiß ja nicht, warum schon wieder irgendjemand hier, ohne irgendwas zu sagen, einfach irgendwo ein Haus hinbaut. Ich verstehe das nicht. Ich finde diese Kommunikation sehr bedenklich. Immer das Gleiche mit diesem Niklas. Wo ist denn der Gaming schon wieder? Ach, das ist ein Typ, hör mal. Der spielt immer noch iRacing, laut Twitch. Mal gucken. Ich aktualisiere nochmal. Geh halt mal in seinen Stream und... Nein, will ich nicht. Na, sonst kommt er, ne? Wollen wir ja auch nicht. Naja, weißt du, ich finde das halt immer ein bisschen seltsam, aber... Ich glaube, der Junge weiß noch gar nicht, wo er hin will. War das 5 Minuten, in den letzten 10 Minuten? Ja, der Rest war aber souverän. Wir könnten natürlich auch mal wieder auf eine Expedition gehen. Was hältst du denn davon? Naja. Aber ohne Niklas ist dann halt auch blöd, ne? Aber macht noch Statistik. Na gut, muss er für sich selber entscheiden. Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das geht nun nicht.
So schaut's aus. Das ist doch Adit. Nee, das ist. Okay, das ist kein Adit. Das sind wie gesagt beides Metalle, die in der Hülle vorkommen und ja, ich habe gerade gedacht, es sah gerade ähnlich aus, deswegen habe ich gedacht. Könnte ja sein. Und so, hatte ich nicht mal irgendwann erwähnt, dass mir das Höllentor auf den Sack geht? Ist das schlimm. Mal gucken, wo wir es hinbauen. Ich kann ja mit der Bahn hinfahren. Wir fahren jetzt eigentlich nur noch mit der Bahn. Nur noch mit der Bahn fahren wir. So. Legen wir doch mal, wobei ist ein Doppelweg, ne? Wie machen wir das denn hier? Hier, ne? Alter, Kohle. Du hast gesagt, wir brauchen Kohle, ne? Ja. Habe ich genug, aber Aderkunden. Was ist hier los? Und damit bedanke ich mich bei Domribell für seinen Follow. Hallo Dominik, ich grüße dich. Ich nehme einfach mal an, wer es ist. Einfach mal annehmen, ne? Was treibt dich denn in das ferne Twitch? Wo ist denn hier? Ich muss doch irgendwie noch diesen Baum hier wegkriegen. Ich hasse Bäume. Scheiß Natur. Richtig. Immer das gleiche mit dieser Igel. Dann bauen wir hier irgendwo einen Knick rein, wa? Genau so machen wir das. Schönen Knick hier rein. Man muss aber auch fairerweise sagen, die Schaufel ist trotzdem geil, wenn du gerade mal so vor einem richtig ekelhaften Kiesfeld stehst, ne? Ja, ne? Dann ist sie gut. Unter der Erde halt, ne? Das ist halt gleich weg, das Kiesfeld. Ich lieg absolut richtig, natürlich. Ja, unverwechselbare Namen, die kann ich mir ja merken. Wie geht's dir denn? Nochmal alles Gute nachträglich. Ja, vielen herzlichen Dank. Wobei, ja, wir haben ja über WhatsApp schon geschrieben. Wobei ich die ganze Zeit am Knöstern bin. Mir fehlt hier jetzt meine Kundendatenbank. Ne? Aber du hattest doch auch Februar? Ich habe das garantiert wieder vergessen, wie ich mich kenne. Du warst doch jetzt auch irgendwann mal dran mit Geburtstag. Wird schon wieder ein bisschen her sein. Mein Gefühl sagt mir, aber ich habe keine... Das ist halt der Nachteil, wenn du eine Datenbank hast, auf die du zugreifst, dann trägst du sowas nie in deinen eigenen Kalender ein. Allerdings nicht so schlau. Man sollte das tun, weil irgendwann ist die Datenbank weg. Manchmal schneller als einem lieb ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich schon wieder voll. Fick mit der Scheiße hier. 23.02. Ich muss mir das eintragen. Alles bleibt stehen. Ich trage mir das jetzt in den Kalender ein. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, ich habe es gleich wieder vergessen. Aber alles halb so wild. Ach, weiß ich nicht. Also ich finde das schon, man sollte so. Aber weißt du, wie gesagt, ich habe halt meine Datenbank in meinem Rücken gehabt. Die hat mich an alles erinnert und jetzt ist sie weg. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist Kalender? Hallo? Kalender, da ist er. So. Und wie alt bist du geworden? 23.02. Man kann gerade noch so alles Gute zum Geburtstag nachträglich wünschen. Ganz knapp. So, wo bin ich denn hier? März. Die hier unten kann ja nichts passieren. Was hast du gesagt? 23. Fühle mich geehrt. Ach ja. Was habe ich denn da gemacht? So. Was bist du nochmal für ein Jahrgang? Du warst ja noch jung. Die 30 kommt immer näher. Oh, hau, 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 ha. Da musst du dich aber beeilen, ne? So, 26 in 2021. So. Dann tragen wir uns das mal ganz schnell ein. Fertig. So. Dann haben wir das Problem doch schon wieder gelöst. Was wollte ich denn eigentlich machen?
Achso, ich wollte Wege bauen. Jetzt habe ich mich komplett im Internet kundgetan. Ja, da macht ihr nicht so viel Sorgen. So viele sind gerade nicht da. Das wird vielleicht noch viral gehen oder so. Vielleicht klippt das auch jemand, ich weiß es nicht. Aber da du doch jetzt auch im Gaming-Sektor durchstartest, ist das doch demnächst auf irgendeinem Wiki zu lesen, oder? Man kann ja an der Stelle mal Werbung für Mi 6 Gaming machen, ne? Lass dich einfach mal wegen Werbung machen. 1995. Toll, so jung zu sein, oder? Oh, der 95 ist ein super Jahrgang. Ja, ja, als ich in deinem Alter war, ne, da sind wir doch mit Pferdekutschen gefahren, ja. Was? Ich bin ein MIA Super 95er Jahrgang. Ah, ja. Gut. Warum auch nicht, ne? Es muss ja junge Leute geben. Ja, eben. Such ja noch immer junge Damen, weißt du? Die Stelle wird dich geben, aber... Ja, nun, mein Gott, ne. Bei mir ist die Erfahrung. Oder so. Oder so halt, ne. So, dann machen wir hier aber Erde hin. Soll ja schön aussehen. Dann machen wir hier noch Erde hin und dann noch eine Erde hin. Aber Caven ist mit so einem Hammer schon angenehmer, ne. Was, Caven? Du hast gleich so drei Caven. Caven. Mhm. Hätte jetzt Kiffen gesagt, okay, aber Caven. Ja, aber wer kifft mit Hammer? Weiß ich doch nicht, was du für komische Anwandlungen hast. Und da kannst du schön 3 auf 3 Röhren durchpuffen, ne? Da verpasst du mit Sicherheit nichts. Machen wir das so? V6 Gaming auf Twitch, danke für die Werbung. Ja, immer wieder gerne. Ich weiß, andere würden jetzt so, keine Werbung. Doch, lass ruhig Werbung machen. Wir müssen alle irgendwie voneinander leben. Ne? Ja. Malachiterz. Nee, das ist doch, das ist, nee. Der war Quatsch hier, ne? Ich blicke hier nicht mehr durch. Minecraft ist zu kompliziert für mich, ich brauche andere Spiele. Einfacher, weißt du? Stardew Valley. Das ist auch sehr kompliziert. Alles kompliziert. Das ist nichts für dich. So, du zockst erstmal selber weiter. Das kann ich nachvollziehen. Wer will schon einem alten Mann bei Minecraft zugucken? Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deinen Follow und wünsche dir jetzt noch einen angenehmen Abend. Viel Spaß beim Spielen, lass dich nicht ärgern. Und dann sehen wir uns mal die Tage. Kannst ja wieder auf eine Shisha rumkommen. Muss mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann, kaufe ich mir vielleicht nur einen neuen Tabak. Weiß ich immer nicht, ob sich das lohnt, aber... Na, kriegen wir schon hin. So. Ich hasse das. Diese grundsätzlichen Fehler. Dit passt. Der ist doch auch falsch hier, ne? Ich wollte hier einen normalen Weg hin machen, ne? Ich wollte hier, genau. Wolltest du gar nicht, wirklich so. Ach, guck mal. Der Herr Gaming hat auch mal den Weg gefunden. Gar nicht. Natürlich. Wie natürlich? Bin ich überzogen, über eine halbe Stunde zu spät. Ich hab die extra Minute genossen. Das stimmt. Wir wollten jetzt heute auch früh Schluss machen. Ciao, ciao. Ja, also Fussel, wir machen jetzt Feierabend. Ja, ja, komm, wir lassen den Gaming weitermachen. Wir haben ja hier schon Qualitätscontent geliefert. Das kann er mal zeigen, ob er was gelernt hat. Die paar Erde, wo du davon geklatscht hast. Ja, weißt du, da studiert er hier noch, weißt du, fährt Auto und guckt dabei Fernsehen, weißt du? So sieht ja, das nämlich aus. Dann wundert er sich, wenn er wieder die Boxengasse kaputt fährt. Ja. Mechaniker über den Fuß, weißt du? Ich bin nicht froh, dass du keinen Führerschein hast, Niklas. Also ehrlich, ne?
Der hätte mit Sicherheit ein W auf dem Kennzeichen. Für Wuppertal? Nee, für Warnung. Unfähiger Fahrer. Also. Kommt halt nur in Wuppertal häufig vor, weißt du? Komisch. Nee. Die musst du mal fahren sehen, du. Ja, Wuppertal ist ungefähr das Viert, was bei uns herumfährt. Gehen wir hier runter? Ja, ne? Jetzt ja, sieht man, komm. Warum bist du schon wieder so leise eigentlich heute? Was ist das? Wahrscheinlich, weil er wieder mit dem halben Arsch noch auf dem Stuhl sitzt. Kennen das doch. Das kann gut sein. Siehst du? Fleht sich da wieder rum, als wenn ne, Stream gemütlich wäre. Ich bin immerhin schon 7 Stunden was am Tun im Gegensatz zu dir. Du warst von einer Stunde an, na gut, 2 Stunden wahrscheinlich auf der Couch gelegen. Nein. Robin, du Hänger. Ja. Völlige Fehleinschätzung, gell. Robin, wie war euer Rennen? Ich hab gesehen, ihr wart zumindest auf dem Trainingsserver noch in unserem Split. Auf unserem Server. Aber nicht in unserem Split. Leider wieder rum. Eieieiei. Ja, gleich wird er uns wieder erzählen, dass ein trauriger Unfall das ganze Rennen überschattet hat. Es gab auch einen traurigen Unfall, 5 Minuten Verschluss. Ja? Ja, leider Gottes. Was hast du ihn da kaputt gefahren? Ich war gar nichts. Ich war nur Nein. Du warst nur Zuschauer und hast dich kaputt gelacht. Ja, weil er sein Auto ja vorher schon kaputt gefahren hat. Ja. Ich hab's nämlich am Start schon kaputt gemacht. Eben. Zündschlüssel rumgedreht, zack, ist die Karre explodiert. ist auf einmal hat sich um 180 Grad gedreht und war auf dem Dach gelegen. Ja. Ausrede, ja, ich habe den Schlüssel zu kräftig gedreht, weißt du? Seitdem ich Kraftsporttraining mache. Ja, hier kriegst du Ausreden, oder Niklas? Die musst du ja aufschreiben. Wenn du demnächst im Laden ein Regal abreißt, weißt du, kannst du sagen, ich mache Kraftsport. Sorry. Achso. Ich bin allein 1 Stunde gefahren und die anderen konnten nicht ins Auto einsteigen. Okay, komischer Bug. Falsch angemeldet oder wie? Oder einfach nur iRacing komisch? Ich schätze mal, er hat Knöpfchen unten gelassen, ne? Ja, bei uns war es so, wir sind 10 Minuten vor Schluss. Reifenstapel, aus Beton natürlich. Und hat es dann einmal... Ja, bitte. P10 verloren, am Ende P11. P7 mit P12. Aber okay. Passiert. Nächste Woche wird's besser. 12 Stunden. Wie du spielst Minecraft mit der Java oder mit der Windows-Version? Wir spielen mit Java-Version und ungefähr 10 Trilliarden Mods. Die der Schulz alle auswendig weiß und jetzt aufzeigen kann. Ja. Dann leg mal los. Ja. ja. So. Wenn noch jemand ein Tor über hat, ne? Kann er das hier anbringen. Ein Tor. Er steht im Tor und ich dahinter. Manuel Neuer? Nein. Nicht? Ich glaube, als das Lied rauskam, da war Manuel Neuer noch nicht mal ansatzweise geboren. Dem müssen wir mal Kultur beibringen, Fussel. Also mir Kultur beibringen. Ach du Scheiße. Also eher Schweine Pfeifen beibringen, ne? Das funktioniert wahrscheinlich eher. Machen wir die Cam. Hast du schon wieder deine Dick-Cam an? Mhm. Ekelhaft. Ja, aber ehrlich, ne? So, was macht ihr? Wo seid ihr? Da, wo du nicht bist. Ja, das stimmt. Bleib bloß weg. Ich bin unter Tage und buddel mich da einfach in irgendeine Richtung und sammle wegen Ressourcen. Ressourcen? Warte mal, was wollte ich machen? Stimmt, warte mal, ich war ja noch beschäftigt mit anderen Sachen. Was hast du eigentlich für hässliches Haus hingemacht, wo der Fussel sei Kaktusfarm bauen wollte? Hä, hey, wo, was? Das ist mein neue Bleibe, weil ich nicht mehr bei euch wohnen will. Siehst du? Ohne was abzusprechen, wird er einfach. Ja, gut. Ich eins kenne, dann den Gaming, weißt du? Also, die habe ich aber schon Anfang des letzten Streams gebaut, ja? Das mag sein, aber. Ja, da hat niemand was von euch gesagt. Ja, weil wir womöglich beschäftigt waren, oder? Hast du vielleicht mitgekriegt, dass wir was getan haben? Wenn ihr euch dazu entscheidet, die Kaktusfarm erst danach hinzubinden, ne? Kann ich ja nichts dafür.
Bevor du kommst vorbei, kriegst du einen Kaffee. Dann kannst du weiterfahren. Hm? Ich hab gesagt, du kommst bei mir vorbei, kriegst bei mir einen Kaffee und dann kannst du weiter zum Niklas fahren. Ach, dann kannst du fahren, nicht. Aus dem Maul hauen. ToxicPanda.de, Servus, ich grüße dir. Zum Glück kriegt das Server nicht. Och, der hat heute noch viel mehr drauf, immer. Glaub mit mir. Ja, heute ist er wieder hier, sondern. Heute kann er wieder richtig vom Leder ziehen. Oder machen wir den Weg einfach weiter und machen wir das hier, oder? So. Alter. Kannst du dann Leuchten weitermachen? Was meinst du, was ich hol mir gerade Wolle? Du holst ja einen runter. Kenn ich doch. Hast du gefüttert im letzten Stream? Mhm. Ende. Deswegen hole ich mir gerade die Wolle und tu sie human töten. Ertrinken. Also. Genau. Warum ist denn das Wasser so nah? Weiß das jemand? Aber der Server leckt so, ich kann noch nicht mal was Richtiges essen. Was? Toxic Panda, vielen Dank für deinen Follow. Toxic Panda. Kennt ihr euch? Nein. Gut. Aber ich freue mich halt für dich. Ach, tu das nicht. Warum denn nicht? Ach, weißt du. Ich habe ja immer ein schlechtes Gewissen. Und dann machen wir den Eingang vielleicht doch. Was mit dir? Können Schweine unter Wasser atmen? Neuerdings? Nein. Wieso? Weil die Schweine sterben nicht. Weil du was kaputt gemacht hast. Ich kenne dich doch. Nein, nein, nein. Jetzt wird alles kaputt wahrscheinlich. Mhm. Dann lassen wir das Wasser ablaufen. Farm. Und dann machen wir es halt mit Feuer. Auch recht. Ja, aber dann kriegst du halt weniger Wolle unter Umständen. Ja, nee, die Schafe sind alle tot, nur die Schweine nicht. Ach so, ja, dann röste die Viecher. Ich habe nur 8 rote. Warum habe ich nur 8 rote Wolle? Das ist doch. Ich weiß es nicht, was du da machst. Druck ist das. So, und die werden jetzt auf humane Weise geschlachtet. Was? So, dann machen wir das doch einfach. So. Ja. Aber mit 8 roter Wolle komme ich halt nicht weit, ne? Oh, 24. Achso, das Rohrsystem braucht ein bisschen. Ja, okay. Ja, dann musst du ein paar Minuten in Kauf nehmen. 24, hey. Machen wir das denn am sinnlosesten? Ich genieße das immer. ToxicPanda.de. Vielen herzlichen Dank für dein Abo. Damit bist du Nummer 5 in diesem Monat auf diesem Kanal. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich als Abonnent. Jetzt geht's aber ab, oder? Ja, viel mehr kann er nicht mehr machen. Dein Computer schreit bald, ne? Ja, vor allem konnte ich endlich mal wieder diese Sache da sehen. Wie machen wir das denn am sinnlosesten hier? Normalerweise müssten wir, aber hier kann ich nicht runtergehen, weil dann komme ich an die Tür. Ist hier noch Weizen drin? Natürlich nicht. Oder wenn wir die Tür hier dran machen? Nein. Braucht man eine Lösung? Ich weiß ja auch nicht, laufen wir hier rüber oder wie machen wir das? Wenn wir das andersrum machen? Also ich bin mir relativ sicher, der Server leckt nicht. Nein, um Gottes Willen. Gar nicht. Absolut nicht. Warte mal, wo sind jetzt zwei? Das ist wieder eine billige Scheiße. Weizen müsste in der Küche sein. Weizen ist in der Küche, ja. Die Tür geht nicht mehr auf. Ja, das könnte sein. Das liegt heute am Server. Oh nein, nicht alles. Gesundheit. Hey, Gesundheit. Dankeschön. So ein paar Karotten nehme ich auch noch mit. Das schmeckt ja. Also, wir gehen einfach hier runter. Das müsste doch funktionieren, oder? Ja, vor allem Mücken, das ist viel schlimmer. Drecksvieh hier. Ja, aber ehrlich, ne? Also, was sich Gott mit den Viechern gedacht hat, weiß ich auch nicht. Machen wir die Tür hier hin?
Ne, die Tür können wir doch schön hier hinbauen, oder? Oh, da müssen wir uns hier was überlegen. Dann muss das hier schön gemacht werden. Immer wieder gerne. Das freut mich sehr zu lesen. Ne? Dann kann ich ja schon mal Geld ausgeben für den neuen Rechner.